Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in der Nähe von Drachenbrügge und auf der Suche nach dem Mottenpriester. Und da wir total überladen sind, was mich ein wenig wundert, sind wir doch sonst nie, müssen wir hier ein Lager aufschlagen. Das wollen wir auch. Was sammeln wir denn Schönes? Verdorbenes Holz hacken oder Äste sammeln? Nur verdorbenes Holz hacken. Ach, das dauert dann ja auch immer eine Weile. Ja genau, wir haben schon wieder Hunger. Noch mehr? Gegenstand erschaffen, was können wir denn? Wir brauchen nämlich so etwas wie genau so ein Gerbgestell, aber da haben wir gar nichts. Verdorbenes Holz. Kleinholz für eine Fackel haben wir. Ach nein, das andere, das dauert jetzt auch wieder eine Weile. Ja, dann machen wir das nochmal. Drei Äste haben wir gefunden. Ja, Serana, ich weiß, wir werden uns beeilen. Wir brauchen aber noch verdorbenes Holz mehr, damit wir so ein Gerbgestell auch herstellen können. Und damit wir uns daran dann vielleicht ein Zelt herstellen können, mit Sicherheit. 7 Stücke verdorbenes Holz, das sollte doch schon reichen. Gerbgestell, wo bist du? Da. Na, vielleicht sollten wir erstmal das Zelt aufbauen. Ach, für das Zelt haben wir schon Platz hier. Das ist ein richtig guter Platz. Ja, oh nein, da nicht. Daneben. Ja. Ja, so geht's. Hier platzieren, genau. Ein Versteck, Serana. Ein Versteck wollen wir bauen. Dafür brauchen wir andere Kräfte. Das war schon gar nicht so falsch hier. Und zwar Stöbern, Schnitzerei brauchen wir. Versteckmarkierung. Jawohl. Noch einmal. Jawohl. Und ja, noch einmal ruhig. Das reicht dann aber auch. Moment. Du. Hier sind so viele schöne Steine. Da können wir doch ein Versteck ganz vorne oder hier an der Seite. Joa, so an der Seite, denke ich mal. Da werden wir das wohl abwerfen. Wunderbar. Ach, sowas haben wir? Vampirstiefel? Lautlos? Fein? Warum tragen wir die denn nie? Die haben wir sogar selbst noch verbessert. Ach so, weil wir jetzt im Moment, ja, ich weiß schon, wir tragen doch dieses andere... Die des Ochsen, Vulkanglasstiefel des Ochsen. Na gut, aber das hier können wir reinlegen. Die Vampirrüstung. Ha! Schild des Blutigen. Ja, das ist gut, dass wir das entdeckt haben hier in unserem Inventar. Na, was haben wir denn noch Schönes zum Wegtun? Naja, die ganzen Schmuckteile und so, die bringen wir lieber nach Hause. Da haben wir schön was zu sortieren, wenn wir endlich die Sky UI haben. Na, ich glaube, bei den Zaubertränken brauchen wir jetzt gar nicht lange zu gucken. Beim Essen vielleicht dann schon eher. Erstmal legen wir das hier rein, das Essen. Eigentlich können wir doch alles, fast alles hier reinlegen. Überall haben wir so ein kleines Lager. Oh, Wasser können wir diesmal auch hier reinlegen und etwas Gebratenes schon. Ja gut, wenn wir es bis hierhin schaffen, wenn wir mal in Not sind,
Dann werden wir die paar Meter auch noch bis zur Drachenbrücke vordringen können. Also, so tragisch wird es hier wohl nicht sein. Und das ist nur ein besonders schöner Platz, finde ich, für ein Lager. Riesiger Tierknochen. So sieht er aus. Gigantisch. Was können wir denn daraus machen? Wir werden es schon sehen. Ach ja, hier ist das Holz. Okay, das behalten wir erstmal bei. Wahrscheinlich brauchen wir sogar noch ein bisschen mehr. Und ja, wir sind immer noch überladen. Was sagst du dazu? Richten wir erstmal ein Zelt ein hier. Benutzen. Basteln wir uns ein Zelt aus Pelz oder sonstiges? Fellzelt? Pferdefell? Lederstreifen fehlen uns, Pferdefell und außerdem fehlt uns Leder, 12-mal Leder, ich vergaß. Aber Serana hat ja auch noch so viel Zeugs von uns dabei, das werden wir ihr gleich erstmal alles abnehmen. Und Pferdefell können wir herstellen, ausgezeichnet. Ah ja. Ah nein, wir brauchen Leder, Leder. 2-mal Leder. 12-mal Leder und Lederstreifen. Ja gut. Dann zeig doch bitte mal, was du so hast. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Ja. Ja, wird es. Mit Sicherheit wird uns das nützen. Du hast aber auch schön Pfeile eingesammelt. Und Kleidung haben wir dir gegeben. Die können wir jetzt eigentlich hier mal reinschmeißen. Ich glaube nicht, dass du die ganze Zeit mit dir rumschleppen musst, unbedingt. Da sind die Gewichte. Skeberfell. Das ist zu wenig für ein Zelt, meine ich. Benutzen, Leder herstellen. Da haben wir es doch schon. Aus dem Eistrollfell. Und aus dem Pferdefell auch. Haben wir schon 7-mal Leder und jetzt haben wir 10-mal Leder. Fehlt aber immer noch ein bisschen was. Einmal Leder sind 11 Leder. Och, ein Teil Leder fehlt uns noch. Na ja, dann machen wir erstmal die Lederstreifen hier. 2 Leder. Erfordert 2 Leder. Wir haben 10 Leder, oder? Eine Fell- und 6 Fellrüstungen. 12 Leder, wir haben nur 10 und 8 Lederstreifen. Naja, dann machen wir wenigstens noch einmal 4 Lederstreifen. Dann haben wir schon mal die Lederstreifen. Aber es fehlt immer noch 12 Leder. Schade. Na, das brauchen wir alles nicht. Ja, dann gehen wir wohl noch mal auf die Jagd, was? Jetzt bin ich gar nicht so sicher, ob wir das Zelt in diese Richtung aufbauen, damit wir eine schöne Aussicht haben, oder in diese Richtung, damit wir sehen, wenn jemand von der Straße kommt und damit wir da nicht überrascht werden. Diesbezüglich würde ich dann nämlich das Feuer aufstellen.
Lagerfeuer nämlich errichten. Ja, ruhig so Richtung Straße, finde ich. Feuer errichten, also Äste hinzufügen. Dann brauchen wir noch Zunder. Aus Tierfett, Karniswurzel, Hängemoos. Oh, da haben wir ja genug Zunder. Nein, die Pilze nicht. Tundra-Baumwolle, ja, nö, auch nicht unbedingt. Zwergenöl, davon haben wir auch einiges. Ah, nehmen wir das Tierfett. Anzünden durch Feuermagie oder anzünden durch Steine aneinanderschlagen? Steine aneinanderschlagen. Ja. Oh, wie schnell. Das finde ich ja gut. Kleinholz können wir herstellen. Und dann machen wir gleich ein flackerndes Lagerfeuer. Das sollte aber reichen. Und wie machen wir das mit der Jagd? Ach so, wir können doch hier einen Topf hinstellen. Und mal gucken, ob wir dann hier etwas aus dem Drachenfleisch herstellen können. Essen. Salz haben wir und Trollfleisch haben wir. Wie viel können wir denn daraus herstellen? Sonst noch etwas? Ach, getrocknetes Fett aus dem Tierfett. Getrocknetes Fett unterstützt die Ausdauerregeneration. Ach. Ja, haben wir ja bis jetzt noch nicht. Und ich glaube, es ist leichter als Fett. Trolljerky, also unterstützt die Ausdauerregeneration. Hart und geschmacklos, aber widerstandsfähig. Und das verkohlte Skiverfleisch stellt 2 Gesundheitspunkte wieder her. Oh, jetzt haben wir schon kein Salz mehr. Zerdrückter Troll. Na egal. Moment. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so zubereiten können. Aber ich glaube, da ist jetzt nicht wirklich irgendwas Sinnvolles dabei, oder? Nein, das kennen wir alle schon. Da haben wir schon reingeguckt. Du stehst im Feuer. Ist das nicht warm? Ja, was können wir denn hier raus machen? Das interessiert mich doch brennend. Da müssten wir aber sehr viel mehr von haben. Ach, wir haben das schon mal in ein Versteck gelegt. 2-mal schon. Ja, gebratene Pferdehüfte können wir doch schon mal machen. Rohe Pferdehüfte brauchen wir dafür, so ein Humble Stew. Unterstützt auch die Ausdauerregeneration.
Jetzt echt, aus dem Drachenfleisch können wir überhaupt nichts herstellen? Ach, das haben wir bestimmt nur noch nicht. Drachenblut. Ich guck mal, ob hier irgendwas dabei ist. Spinneneier, Kauruseier. Drei Kauruseier für Säure. Verursacht 30 Sekunden lang ein Giftschaden pro Sekunde. Naja, braucht man das für irgendwas? Im Moment glaube ich noch nicht. 30 Sekunden, also 30 Schaden, oh, das könnte auch nützlich sein. Salz können wir herstellen aus Salzwasser. Hatten wir das nicht schon mal probiert, ausprobiert? Und das war irgendwie nicht so sinnvoll, oder? Tödliches Gift verursacht 65 Giftschaden. Das ist aber nicht schlecht. Na schön. Ich habe nichts gesehen. Jetzt auf die Schnelle habe ich kein Rezept gesehen für das Drachenfleisch. Also legen wir das wieder schön zurück. Und das können wir vielleicht roh essen. Essen. Ja. Ja, okay, so roh wäre das wahrscheinlich überhaupt nicht mein Fall, aber jedem das seine. Ja, dann heißt es doch jetzt für uns hier erstmal groß, groß aufräumen und wegpacken, was wir wegpacken können hier. Das ist viel zu viel, was wir dabei haben. So, das reicht doch schon. Das reicht doch schon, Dicke. Da ist nichts bei. Und bei der Bekleidung, da haben wir doch schon geguckt. Oder haben wir jetzt... Ah doch, wir haben ihr etwas abgenommen. Serana. Da war doch gerade schon hier die Expertenrobe der Illusion. Die können wir irgendwann mal verkaufen. Oder entzaubern. Oder beides. Und schwarze Magierroben. Die sind aber so schwer jetzt eigentlich auch nicht. Ach so, beim Essen waren wir ja schon. Und Zutaten, da sind doch die Karus-Eier noch. Bärenklauen sind gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ja, die können schon mal weg. Aber irgendwas haben wir noch mit richtig Gewicht bei uns. Menschenfleisch, ja, das müssen wir nicht mit uns rumschleppen, finde ich. Da können wir auch bisher noch nichts draus machen. Vielleicht später, bestimmt später. Ach so, das sind Zutaten für Zaubertränke. Natürlich können wir da was draus machen dann. Na, hier werden wir aber einiges finden. Ja, die Drachenknochen doch schon mal. Und die Drachenschuppen. Fackeln, so viele. Eine bekommt Serana zurück.
Hier, 9 Leder, ja. Leider zu wenig ist das. 3 Leder zu wenig sind es. Und das Käferfell, was ich da gerade gesehen habe, daraus können wir kein Leder herstellen? Ja, aber das wird sowieso nicht reichen. Wenn dann ein Leder, denke ich mal. Okay, ich verstehe nicht so ganz, warum wir immer noch so schwer sind. Ich weiß, wir haben sehr viele Seelensteine eingesammelt und Zeugs. Aber die lassen wir nicht hier. £23 immer noch zu viel. Das gibt's doch gar nicht. Was haben wir denn da? Echt, das ganze Zwergenöl und Zeugs. Wacholderbeeren. Ja, da haben wir viele von, aber... Das kann es ja auch nicht sein. Nur Zutaten, dass die so schwer sind. Ja, es sei denn, da ist noch irgendwie was vom Drachen dabei oder hier die Pfahlwurzel. Meine Güte, sind wir kniepig, dann sollen wir doch alles mal hier abschmeißen. Hier, die ganzen Zutaten, die brauchen wir doch sowieso nicht, wenn wir da unterwegs sind. So, dann sieht es doch gleich schon besser aus mit uns. Und wir freuen uns, wenn wir hierher kommen, dann können wir unsere Alchemie ein wenig aufwerten. Oh, das Salz hätte ich gerne behalten. Ja, ich hätte am liebsten alles behalten, was wir hier mühselig eingesammelt haben die ganze Zeit. Zum Glück essen wir das jetzt nicht alles, oder? Das hätten wir schon gemerkt. Museumspamphlet. Holz transmutieren. Ja, das kennen wir, glaube ich, schon. Ich finde, wir sind immer noch viel zu schwer. Nur das kann doch nicht der ganze Schmuck sein, der jetzt so viel wiegt. Komm, wir gehen jagen. Wo bist du? Da. Und damit meine ich keine Schmetterlinge, ich meine irgendwas Größeres. Ein Hirsch! Ach, der ist zu schnell für uns. Ach, wir wollen doch nur den Hirsch. Jetzt lass es. Hirsch! So geht das nicht. Da du Hirsch! Nein! Ah, er kommt direkt auf uns zu. Jawohl! Haha, ich habe uns ein Zelt besorgt. Oh, kommst du klar mit dem oder... Oh nein. Ich habe nebenher einen Hirsch erlegt, Serana. Hörst du?
wieder schaffen. Allerdings. Da, was haben wir da alles ange... Ach, egal. Und eine Schlammkrabbe. Die habe ich aber nicht erlegt. Die war schon tot. Wer die da hingelegt hat... Reinigen. Ganz was Feines gibt's heute Abend, Serana. Auf zum Hirsch. Die Armbrust ist gut für die Jagd. Oh nein, die Maus. Die verrückte Maus schon wieder. Den nehmen wir mit. Oh. Ja, das wäre cool, wenn es jetzt noch eine Animation dazu gäbe, wie wir den Hirsch so über die Schultern gelegt haben. Im Prinzip ist es ja egal, wir hätten den Hirsch auch gleich an Ort und Stelle ausweiden können. Aber am Lagerfeuer ist doch auch schön. Schön warm da. Oder wir stopfen den... Ach so, nein, wir brauchen ja das Leder und alles. Sonst hätte ich gesagt, wir können den Hirsch ja da reinstopfen in unser Versteck. Sind wir schon vorbei an dem Platz? Nein. Doch, soweit. Ja, komm, dann nehmen wir ihn hier aus. Hier ist doch auch ganz schön. Nee. Nee, nee, das ist mir zu weit. Oh, wahrscheinlich werden wir sowieso überladen sein und dann sowieso da hinschleichen müssen. Hirsch, Kadaver eines Hirsches. Hirschkadaver heißt es. Fallen lassen. Manuell plündern erstmal. Und ausnehmen. Schön. Na, was haben wir erhalten? Steht ja gar nicht. Ausweiden? Ach so, weil wir den manuell schon geplündert haben. Tier fährt ein wenig, aber jetzt kommt's. Entnehme Zutaten auch noch. Na, da wird auch nichts rauskommen, weil wir das manuell ja schon gemacht haben. Doch, ein Hirschherz. Und noch ein Geweih. Tierknochen. Großer. Ja, das wird jetzt interessant. Wie viel Fell bekommen wir denn da raus? Hirschfell 1. Aha. Ja, da sind wir trotzdem... Oh, Moment mal. Entsorgen natürlich. Nicht, dass das andere Hirsche noch anlockt. Und ihr seid hier friedlich, ja, Talmor? Oder wollt ihr was von uns? Nein, sie gehen weiter. Weitergehen. Es gibt nichts zu sehen. Ja... Das sieht aus, als würde sie Flugübungen machen. Das ist schön. Ich find's gut. Benutzen wir das Teil hier mal. Leder brauchen wir. Noch mehr Leder. Eigentlich nicht. Doch, 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 doch. Einmal noch. Ja, dann müssen wir die Lederstreifen aus dem Versteck raussuchen hier. Was für ein Durcheinander.
Nö, nö, schon gut. Setz dich ruhig ans Feuer schön. Gleich haben wir ein schönes Zelt. Aber nur ein kleines. Und was können wir, was brauchen wir dafür nochmal? Zwei Leder. Können wir doch bestimmt herstellen, oder? Für ein größeres Zelt, Zwei-Mann-Zelt wenigstens. Zwei Leder und ein Leder haben wir nur noch. Ach so, das ist der, das ist das Versteck, der Inhalt des Verstecks. Wo sind denn die Hirschsachen? Ach, ein Zweimannzelt sollte das schon sein. Was meinst du? Wir finden doch bestimmt noch was. Liegt hier vorne nicht noch ein Pferd rum? Nein, das Pferd ist abgehauen scheinbar. Da vorne... Ja, ich glaube, da ist nichts zu holen. Ja, dann jagen wir eben noch einen Hirsch. Komm. Hirschjagd. Vielleicht finden wir auch einen Biber oder so etwas. Das reicht. Wir brauchen ja nur ein Teil Leder. Oder einen Bären. Da müssen wir zur Bärenhöhle. Ein Hirsch. Nein. Och, doch nicht so weit weg. Hey, Vorsicht! Da brennt er schon. Renn doch nicht weg. Wir pieksen nur einmal ganz kurz. Das tut einmal ganz kurz weh und dann hast du nie wieder Schmerzen. Oh. Nein! Warum schießen wir denn so verrückt? Perfekt! Super, ohne Gift! Was war... Ja, Serana ist da beschäftigt mit irgendwas, aber das ist vielleicht eine ganz gute Übung für sie. Oh, es sind Feinde in der Nähe, was? Na gut. Da oben ist dieses Dedra-Ding. Und Serana hat es aber weit weggelockt. Ach, da ist doch kein Feind in der Nähe. Das ist doch total weit weg. Na, ich wollte sowieso schon immer mal wissen, was das ist. Oha, das können wir uns aber erst in der nächsten Folge angucken, so wie es aussieht. Oh, wir brennen. Das ist nicht gut, ich brenne nicht so gerne.
Oh nein! Ja. Da! Nein, 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 nein! Habe ich schon Nein gesagt? Ja, da ist das Ding wohl abgestürzt. Ja, die Folge ist sowieso am Ende. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes, wollte ich euch noch sagen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.